Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Wir sind derzeit im Auftrag der Ikeo-Ikonoklasten unterwegs und müssen eine Druckerpresse aktivieren. Gestern haben wir bereits das Gebäude erreicht und durchforstet. Da haben wir dann auch eine neue Waffe für uns entdeckt, eine Shotgun. Es ist auch eine Langwaffe, deswegen passt sie perfekt zu uns und mit der haben wir uns richtig durchgeschnetzelt. Und nun sind wir kurz davor, die Presse zu finden. Viel Spaß. Es gab einen Seiteneingang, von dem ich nichts wusste. Egal, ich meine, wir können jetzt eh abspeichern. Das ist, wenn man etwas gemacht hat, dann ist es schon ganz wichtig abzuspeichern. Ja, sauber. Und hier bin ich dran vorbeigelaufen. Naja, ist eigentlich auch egal. Es hätte mich direkt in die Höhle des Löwen gebracht, also... Im Endeffekt haben wir so wenigstens noch eine Werkbank gefunden. So, wir können entweder durch die Tür oder hier hoch. Aber hier ist ja unser Ziel. Aber das ist versperrt. Habe ich mir schon fast gedacht, als ich die Tür gesehen habe. Wir müssen sie also zuerst aufschließen. So, wir brauchen einen Helm, wo wir irgendwas installieren können, ne? Weil es sieht schon geil aus, der Helm. Ich brauche halt meine langen Waffen. Hilft alles nix. Zuerst der Kleine. Verdammt. Jetzt hat er nicht gestorben. Ah, ich bin hungrig. Ja, schon wieder. Sonst wäre er gestorben. Na gut. Wieder etwas essen. Das Essen macht Spaß, deswegen mache ich. Wir ziehen uns einen Bonbon rein. Wenn wir das schon haben. Das Fleisch ist halt mehr so eigentlich Notfall. Weil das deckt sich so schön, ne? Huch, du bist ja schon tot. Achso, weil ich von da kam. Liebe Toiletten, weil da meistens nichts drin ist. Muss hier mal einer gucken. Wir gehen zuerst durch diese Tür. So? Nix? Ein Raumschiffmodell. Mehr zum Lesen. Terra 1 Publications, eine Tochtergesellschaft von Universal Defensive Logistics. Terrys Geburtstag. Nein, wir feiern Terrys Geburtstag nicht. Terry ist tot, Leute. Ich weiß, dass er vielen hier auch mir etwas bedeutet hat, aber sein vorzeitiges Ableben sollte uns allen als Mahnung dienen, keine Möter streicheln. Wir gehen. An alle Angestellten von Terra 1 Publications. Ja, die Gerüchte sind wahr. Wir gehen. Der Vorstand hat beschlossen, den Verlusten ein Ende zu setzen und ab jetzt von Terra 2 aus zu operieren. Gemäß unseren Evakuierungsanweisungen sollen wir auf ein Shuttle aus Cascadia warten. Sobald wir erfahren, dass unser Flug naht, machen wir die Einrichtung dicht, packen alles zusammen und schließen ab. Der Letzte macht das Licht aus. Bis dahin wird von uns erwartet, dass wir weiterarbeiten. Versetzungen sind sicherlich zu erwarten, aber das ist keine Entschuldigung dafür, jetzt nachzulassen. Wir haben noch immer Magazine zu veröffentlichen. Unsere Kunden sind begierig darauf, wie es mit Jägerin der Abtrünnigen Nummer 112 weitergeht. Halcyon Referendum Nummer 207. Gefahrenklausel Terra 1. Vorstand der Halcyon Holdings. Öffentliche Verlautbarung Nummer 117. Betreffend die Aktivierung der Gefahrenklausel für Terra 1. Mit dieser Verlautbarung, veröffentlicht am 12. Januar 2343, wird Terra 1 zum untauglichen Arbeitsplatz erklärt. Angesichts der feindseligen und aggressiven Tierwelt und der nicht zum Verzehr aufzubereitenden natürlichen Flora hat der Vorstand der Halcyon Holdings offiziell die Gefahrenklausel auf den gesamten Planeten Terra 1 angewendet. Nach einem Evakuierungszeitraum von nicht mehr als 6 Monaten wird Terra 1 offiziell als Sperrgebiet betrachtet.
betrachtet. Angesichts der einstimmigen Entscheidung wird jeder Konzern, der nach dem Evakuierungszeitraum der Geschäftsführung auf Terra 1 überführt wird, gemäß Halcyon Code 22.1 zur Strafzahlung und im Extremfall zum Ausschuss aus dem Vorstand gezwungen. Ich meine, ich finde das hier jetzt nicht so schlimm auf Terra 1, also. Oder der. Also, das ist doch eigentlich Monarch. Kann ich die Welt angucken? Nein. Oder war das hier vorher Terra 1? Und, dann wurde es zu Monarch, nachdem es halt verlassen wurde. Ich denke schon, dass das irgendwo passiert ist. Ja, ich kann es knacken. Vortex-Streitkolben. Walzen einsetzen. Neue Geräte entdeckt. Oh, cool. Ja, erledigt. Dann hauen wir mal ab. So einfach geht das, Leute. So. Tüfteln. Tüfteln. So. Auf 48 Schaden, auf 50 Schaden und auf 53 Schaden. Die nächsten Schritte werden noch besser. Cool. Ich muss einfach mal den Inhalt meiner Truhe nehmen. Und alles verkaufen. Alles, was ich da drin habe, außer die legendären Sachen. Ich glaube, das werde ich gleich machen, wenn ich zurückgehe. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, hier lang zu laufen. So laufe ich wieder ins bittere Ende. Ja. Da geht es nur wieder dahin. Wir müssen aber dahin. Na gut, ich laufe. Und da wären wir auch schon. Fast wie so gut wie eine Schnellreise, ne? Nur, dass es für mich lang gedauert hat und für euch nicht. So, Sora und Blackwood. Graham, du bist scheiße. Sora, du wurdest nicht erwähnt. If you'll just listen. No, no more listening. No more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Sora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Die Druckerpresse gehört ganz dir. Excellent. Did you find the Viennois? Ja, die sind zurück. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Sermons? For the love of... I'm going to see to the wounded. Ja, bitz, ja. Bitz, bitz, bitz. Bitz, 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 bitz. So, ich tendiere jetzt dazu, einmal kurz zu meinem Raumschiff zu gehen und einfach alles aus meinem Lager zu nehmen. Und dann zu schauen, wie viel Geld wir zusammenkriegen, um unsere Ausrüstung mal richtig aufzupolieren. So, ach, die haben ja auch überhaupt gar keinen neuen Auftrag gegeben, ne? Na gut, jetzt können wir endlich schnell reisen. Leute. Ich will doch zu meinem Schiff. Aber mein Schiff ist doch da. Da war sie. Da. Wieso? Wieso funktioniert das manchmal nicht? Ich raste aus. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles zusammengepackt habe und alles verkauft habe. Aber vorher sehen wir uns hier nochmal mit unseren legendären Waffen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das sind die, die wir alle gelagert haben jetzt.
Irons Steinsschloss. Müssen wir uns einfach mal angucken, ne? Ich glaube, auf Helme kann man einfach keine Mods drauf tun. Technik. Plus 15. Geisteshaltung. Dialogfähigkeiten. Lügen. Naja. Wobei, du kannst weg, du und du. Die anderen sind so ein bisschen selten. Okay, der Fünfer, den können wir verbessern, ne? Genau. Jetzt haben wir die beiden hier. Irons Steinschloss. Mit 2x48. Und der Fünfer. Der hier ist Stufe 10 und der hier ist Stufe 8. Das heißt, wir könnten beide verbessern. Alles klar. So, der Rest wird jetzt verkauft. Kann ich kurz mal die Waffen testen, bevor ich jetzt irgendwas mache? Ja, das war der. Okay, und der Fünfer. Ja, ich tendiere zum Fünfer, ganz ehrlich, weil der hat halt noch einen Scope dran. Das finde ich gut. Saltuna-Stücke mit echter Meerwassersalzlake kann gratis extra Inhaltsstoffe enthalten. So, 8000 Bits habe ich mir ergaunert. Habe ich mir das schon mal angeguckt? Ich glaube schon, ne? Ja. Und jetzt brauchen wir eine Werkbank. Wo finden wir eine Werkbank hier? Da. Gut. Ich würde zuerst gerne... Ach ja, wir müssen die Wissenschaftswaffen noch zurücklegen, ne? Den hier soweit verbessern. Der ist schon verbessert worden, ein bisschen. Das ist nicht gut. Wir kriegen 7 Schaden dazu. Sagen wir mal, wir machen das 5-mal. Kommen wir niemals auf so einen Wert. Da können wir noch einen zweiten Mod draufsetzen, sehe ich gerade. Habe ich erst einen Mod drauf. Achso, ja. Ich habe das Magazin nicht drauf getan. Das heißt, wir müssen warten, bis wir eine neue legendäre Einhandwaffe bekommen. So. Ja, dann würde ich sagen, es lohnt nicht, die beiden zu verbessern. Es lohnt sich einfach nicht. Da ist das halt wirklich unschlagbar derzeit. Aber ich werde es auch nicht weiter verbessern. Wir lassen es so. Und stattdessen verbessern wir den hier noch ein bisschen. Kann sich doch sehen lassen. Ja gut, dann reise ich jetzt nochmal kurz zurück, lege ein paar Sachen weg und dann gucken wir nach der nächsten Quest. Wieso sind wir eigentlich jetzt eigentlich in der Umlaufbahn? Wir müssten eigentlich unten auf dem Monarch sein. Nein. Transfer. So. Zack. Zack, 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 zack. Meine Sammlung bleibt aber, ne? Sammlung ist Sammlung. Und so sieht meine Sammlung derzeit aus. Gut, die hier kann eigentlich weg. Wir haben halt das hier. Wobei, scheiß drauf. Gut. Tagebuch. Raumverbrechersyndikat. Lilia Hagen folgt einer Spur zu einem überaus teuren Bergungsobjekt, als der Vorstand Monarch verließ. Wurden mehrere Fabriken und Forschungsanlagen fast vollständig intakt hinterlassen. Ein Großteil dieser Standorte wurden bereits um alle wertvollen Ressourcen erleichtert, aber die Agenten von Sublight auf Monarch entdeckten vor kurzem ein verborgenes Labor mit einem Fahrrad an Vorrat an alter Vitae-Gas. Lilia braucht einen unabhängigen Captain, der die Bergung vornehmen kann. Dann machen wir das doch. Wo auch immer das Ding ist.
Ich meine, wenn wir es vorher wüssten, wäre es auch zu einfach, ne? Aber warum heißt es Monarch? Das ist doch Terra 1. Weil das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Terra 1 müsste eigentlich die Erde sein. Irgendwie alles ein bisschen suspekt. Scheint ja hier um die Ecke zu sein, das Ganze. Abkürzung! Abkürzung! Ach, scheiße. Und wegen Abkürzung. Ja, das sieht hier ja keiner, ne? Das nehmen wir auch mal alles mit. So. Ich weiß nur nicht, welche Waffe ich jetzt benutzen soll. So viele gute Waffen jetzt. So, wir nehmen ja den Hintereingang. Das heißt, das Labor müsste eigentlich hier um die Ecke sein. Was ist denn hier los? Nix. Das Gebäude macht keinen Sinn. Ja, ich bin jetzt verwirrt. Wo ist jetzt der Durchgang? Das macht doch alles hier keinen Sinn. Wieso kann ich hier draufklettern? Um hier wieder runterzugehen? Gibt es hier was Besonderes? Nee. Für das bisschen. Ey, was für ein Schwachsinn. Ich finde den Hintereingang nicht. Der muss... Warte. Da sein. Aber wie komme ich da hin? Oh, brechen wir uns die Beine. Nice. Ich habe schon wieder Hunger. Und Durst. So, das ist alles, was wir jetzt noch haben. Mehr gibt's nicht. Hey. Kann ich irgendwas auf Favoriten setzen? Nö. Ich kann Sachen reparieren jetzt. Oh. Cool. Haha. Und jetzt müsste hier der Durchgang sein. Es geht da runter? Sublight-Dienstleiter. Blutiger Zettel. Achso, ich habe einen Zugangscode. Nehmen wir doch alles mit, wenn es gratis ist. Und dann geht's hier rein. Stella bei Ruinen Süden. Service da runter. Nach Fallbrook. Ja, okay. Aber wo geht das hier hin? Nur mal so, um zu gucken. Ups, nein, das wollte ich nicht. Schluss. So, jetzt sind wir hier. Ich habe gedacht, jetzt sind wir im Untergrund. Ich glaube, sowas haben wir hier auch gar nicht, ne? So Untergrundsachen. Na gut. Geben wir unser Bestes und... Oh, wir können zu unserem Schiff reisen. Nice. Ich weiß, ich bin sehr überrascht, aber manchmal funktioniert das einfach nicht. Ja, dann... Reisen wir einfach nach Fallbrooks. You blind fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Stimmt, mit dir haben wir doch gar nicht geredet.
Charisma. Wenn du mit ein kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Mantitod sagen willst, dann ja. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Der Boss hat mich geschickt, du Hornochse. Funny, you don't look like one of Lilia's. Sure sound the part, though. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Wir sind jetzt auf der Main Quest, oder? Eieieiei. Naja, komm zum Punkt, Marlin. Alright, alright. One of my runners uncovered a cache of Alta Vitae gas. Nee, doch nicht. Left in a lab when the board abandoned Cascadia. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Definiere sicher. Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. Ja, was zum Teufel ist Alta Vitae gas? Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board. So it is of high value on the dark market. Terraforming-Zeug. Okay. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? No, ich weiß, wo das ist. Ich komm schon mit Mantisauriern vorbei. That's why Lilia's paying you, I take it. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Ich will... Nein! Die Plasmalösung klingt nach Spaß. Shall I inscribe that on your tombstone? Once you've got our goods, take them to the Groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Klar. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit. And drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory. Owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. Das Zystenschwein hol ich problemlos vom Eis. Guess you've got it figured out then. Good. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Mal angenommen, ich würde die Fabrik sabotieren wollen. Then I'd say you might care to poison the sisty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Klingt gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure.
Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Okay, hab direkt zwei Aufträge bekommen. Schauen wir mal. Raumverbrechersyndikat. Tritt das Geheimlabor. Hä, wo ist denn der Auftrag? Das kann doch nicht der sein, oder? Ein verlassenes Labor beherbergt einen großen Vorrat an... Ja, das ist er nicht. Achso, doch, das hier ist es doch. Gut, dann kümmern wir uns darum zuerst. Hey, Cass. Und damit kommen wir für heute zum Ende. Morgen geht's dann Richtung Clive. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen reinschleichen und versuchen, ihn entweder zu manipulieren oder ihn auszuschalten. Wofür ich mich entscheide, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.